the hell? Der erste Trailer zum großen Minecraft-Film ist nun erschienen und ich möchte einfach ein paar nette Dinge loswerden. Und ich weiß, das Internet wird jetzt schon geflutet mit Reaction-Videos und kleineren Video-Essays und Remakes und allem möglichen. Deswegen habe ich mir auch gedacht, eine weitere Stimme, was soll das bringen? Aber dann wiederum kann ich als Gamer nicht tatenlos dabei zusehen, wie das erfolgreichste und womöglich beliebteste Videospiel der gesamten Menschheitsgeschichte so respektlos behandelt wird. Alles an diesem Trailer wirkt so, als wäre der Film vor 15 Jahren erschienen. Damals, als Videospiele immer noch belächelt wurden, als der Videospielfluch auf seinem Höhepunkt war, als man dachte, dass das eh alles nur Mumpitz ist und man damit auch überhaupt keinen richtig guten Plot erzählen kann. Doch, I don't know, hab ich den Super Mario Movie letztes Jahr geträumt? Weil das ist sehr ähnlich in meinen Augen. Auch ein Spieler, der kaum Charakter hat oder eine Spielfigur, die kaum Charakter hat, in einer Welt, die sehr, sehr absurd und abstrakt ist. Und also die größte Frage ist, warum ist das nicht animiert? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Animationsstil nicht. Ich verstehe nicht, warum da Schauspieler in scheinbar ihrer Alltagsklamotte rumrennen, als ob sie wortwörtlich auf Set gestolpert werden. Ich meine, ich mag Jack Black, so wie jeder. Aber der Typ, er sieht aus, als hätte er sich ein blaues T-Shirt angezogen und gesagt, bam, das ist mein großartiges Steve-Cosplay. Ich kann es nicht verstehen. Wenn ich auf die Leipziger Buchmesse mit einem blauen T-Shirt gehen würde und sagen würde, das ist mein Minecraft-Steve-Cosplay, dann würde ich zusammengeknüppelt werden. Und wisst ihr was? Richtig so. Richtig so. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Im Hintergrund sieht man echtes Wasser. Die Blumen sind echt. Es sieht aus wie die Mischung aus einem hyperrealistischen und gleichzeitig sehr unangenehmen Texture-Pack für das Minecraft-Base-Game, weil auf der einen Seite diese hyperrealistische Welt ohne Verpixelung, ohne klare Kanten zwischen den Blöcken, ohne irgendwas, wo man sich überhaupt fragt, I don't know, ist es ein Minecraft-Film, ist es eine Minecraft-Welt oder ist es einfach nur halt eine Welt, wo alles ein bisschen kantig ist. I don't know, selbst die Kanten kommen nicht so klar rüber. Zumindest nicht genug für meinen Geschmack, aber das wäre noch das geringste Problem. Was mich am meisten stört, ist der komplette Vibe. Die, in Anführungsstrichen, Witze, die hier schon delivered werden, die Popmusik, die einen ganz klaren Ton setzt, die Abenteuergruppe mit ihren Kleidungsstilen und die Zusammensetzung von einem Kind bis zu einem 40-50-jährigen Jason Momoa hoch und besonders die absichtlich hässlichen Tiere. Das Schaf und das Alpaka-Lama, I guess, mit den schielenden Augen. Das trifft mich von allen Dingen am meisten. Das pisst mich am meisten an, weil das für mich eine riesige Respektlosigkeit ist, weil man damit das größte, erfolgreichste Videospiel nimmt und einfach sagt, guck, was das für ein erbärmlicher und weirder Mumpitz ist, weil Minecraft ist maybe das Spiel, was am meisten Möglichkeiten bietet. Das soll jetzt auch keine Debatte sein, aber es steht außer Frage, dass jeder Minecraft anders spielen kann, dass es wahrscheinlich so viele Spielstile gibt, wie es Spieler gibt. Und für mich ist Minecraft im Kern ein Rückzugsort, ein Cozy Game. Klar, du kannst gegen den Enderdrachen kämpfen, du kannst von Pillagern überrannt werden. Das sind alles legitime Elemente. Aber der Aspekt, dass du dich frei ausleben kannst, dass die Welt dir gehört, dass du Tiere züchten kannst, dass du bauen kannst und die wunderschöne Minecraft-Musik setzt für mich den klaren Ton, dass das hier ein Rückzugsort ist. Es tut mir leid, es ist nicht Borderlands. Und der Trailer gibt für mich diesen, oh lol, Random XD, Popmusik, Borderlands-Vibe, weißt du? Dieser erbärmliche Versuch, Guardians of the Galaxy zu rekreieren. Also, keine Ahnung, ein noch schlimmerer Thor 4. Es tut mir leid. Aber ich bin wirklich pissed. Und ich kann es nicht begreifen. Und wenn ich den Borderlands-Film von was ein, zwei Monaten vorher im Kopf hab, der verdienterweise kläglich gescheitert ist, dann frage ich mich, haben wir den Videospielfluch nicht überwunden? Haben wir nicht anerkannt, dass Videospiele eine legitime, großartige Erzählungsform sind, mit sehr viel Mehrwert?
brauchen wir das? I don't fucking know. Also ich begreife es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht. Also I mean, dann wiederum überrascht es mich eigentlich gar nicht, weil es kommt von Warner Bros. Und so sehr wir alle auf Disney haten, ich finde Warner Bros. Ist das aktuell beschissenste Filmstudio, was es gibt. Was die für Müll rauspumpen, für seelenlose Scheiße, an was die auch arbeiten mit Harry Potter Remake und sowas, wo man sich drüber streiten kann, aber es ist eindeutig ein Cash Grab. Die einen Batman Beyond Film von den Machern von den Spider-Verse Filmen ablehnen und stattdessen einen Minecraft Film publizieren, die den Batgirl Film, den komplett fertigen Batgirl Film, lieber löschen, wortwörtlich löschen, damit sie ein paar Millionen in Steuergeldern wiederbekommen, anstatt ihn einfach zu releasen. Ein Film, wo Menschen hunderte, tausende Stunden ihres Lebens reingesteckt haben, egal ob der gut ist oder nicht. Also es sollte uns nicht überraschen, dass das kommt. Aber der Super Mario Film ist knapp anderthalb Jahre draußen. Ich verstehe nicht, wie man als Studioboss nicht auf diesen Film schaut und sich denkt, wir machen das Gleiche. Weil wenn's animiert wäre, würde ich dem Vibe nochmal etwas mehr verzeihen können. Weil ich kann das nicht verstehen, wie man echte Menschen durch diese Welt laufen lassen kann. Ich begreife es nicht. Wenn ein Film, dann lieber, also lieber hätte ich es umgekehrt. Lieber hätte ich einen Live-Action-Mario-Film, einen guten oder, ne, nicht nochmal denselben aus den 90ern oder 80ern. Lieber hätte ich einen Live-Action-Mario-Film und einen animierten Minecraft-Film als umgekehrt. Ich kann es nicht begreifen. Und wie Jason Momoa in einer pinken Jacke, nix gegen seinen Kleidungsstil, nur gegen die Outfit-Wahl in diesem Film. Jason Momoa in einer pinken Jacke, neben diesem Alpaka, neben diesen Pillagern. Ich begreif's nicht. Ich kann es nicht begreifen, wie irgendjemand dachte, dass das eine gute Idee ist. Aber I guess, wir sind immer noch nicht darüber hinweg. Ich dachte, durch Spider-Verse, durch Mario Bros., durch den neuen Puss in Boots, durch Drachenzähm und, durch Coraline. Ich dachte, wir sind an einem Punkt angelangt, wo Animationsfilme nicht mehr als Kinderfilme angesehen werden. Aber I guess, Animation ist immer noch was nur belächelt wird. Und mit dem Drachenzähm leicht gemacht, Live-Action-Remake, hat etwas scheinbar erst dann mehr Wert, wenn es Live-Action Action ist. Und ich hasse das. Ich hasse es so sehr. Und mein weiterer Punkt, der Plot, der voraussichtliche Plot, ich kann ihn nicht ersehen, weil es sieht sehr aus nach Jumanji, nach den neuen Jumanji-Filmen. Und die haben gut funktioniert für mich. Aber dieses echte Menschen werden in eine Videospielwelt gesogen und müssen die dann kennenlernen. Ich meine, das war selbst bei Super Mario Bros. So. Es war mehr oder minder charmant, aber Minecraft von allen Franchises von allen fiktionalen Welten ist Minecraft die letzte Welt, in der diese Story Sinn macht. Denn bei Harry Potter, einer komplett neu ausgedachten Welt, imagine, jetzt gerade kommt der erste Harry Potter Film raus. Es macht Sinn, dass wir mit Harry Potter zusammen diese Welt durch seine Augen kennenlernen. Denn wir kennen sie auch nicht. Aber selbst meine wortwörtliche Oma weiß, was Minecraft ist. Du brauchst, und vor allem der Film ist an vor allem eine jüngere Minecraft-Gamer-Gemeinde gerichtet. Die wissen, was Minecraft ist. Die haben alle ihre Strategy-Guides, ihre ausgedruckten Wikipedia-Seiten, ihre Paluten-Bücher, ihre 100.000 Stunden an konsumierten Let's Plays, ihre Tutorials. Die wissen das. Du brauchst kein, was ist das? Ist das ein echtes, ein hässliches CGI-Schaf? Ich begreife es nicht. Und ich habe mich extrem drüber aufgeregt, wie Jack Black aussieht. Und der gute Tagdigger hat gemeint, ich denke, also er hat gesagt, dass er denkt, dass Jack Black der Erste ist, der in diese Welt reingesogen wird und sie deswegen am meisten kennt. Und er so aussieht, wie er aussieht, weil er halt seit 20 Jahren dort ist. Denn ich finde, wenn du Steve als Live-Action-Person castest, brauchst du jemanden, der kantig aussieht, so dumm das klingt, und jemanden, der generic aussieht. Jemanden, so ein Typ aus sowas, und ich krieg jetzt bestimmt richtig Böses ab, aber so ich wollte eigentlich sagen, so jemand aus irgendwie Supernatural oder sowas, weil die für mich alle ein bisschen gleich aussehen aus der Ära, aber halt so ein Polizist aus einer Criminal Minds Folge, wenn die halt in die Stadt fahren, wo das Verbrechen stattgefunden hat und sagen, yo, wer ist hier der Oberst, der diensthabende Officer, und dann kommt so ein Typ rein, ein Typ mit schwarzen Haaren, und der sieht aus wie jeder Typ, den du auf der Straße siehst. So einen brauchst du dafür. Aber er meint halt, ja, das ist wahrscheinlich so, weil der halt so lange schon dabei war. Wie dieser eine Typ von halt Jumanji. Und das klingt okay,
Das klingt aber nach einem um Welten interessanteren Film als Jason Momoa, der in dem einen Shot wortwörtlich so aussieht, als würde er gleich sagen, oh, he's right behind me, isn't he? Ein Satz, den wir einfach, ein Trope, den wir, dachte ich, vor 20 Jahren begraben hätten. Stellt euch vor, es kommt jetzt ein Biopic über einen Musiker und der ganze Film ist einfach im Lego-Movie-Animationsstil. Generell, der ganze Minecraft-Trailer ist das, was ich befürchtet habe, was der Lego-Movie sein würde. Nur ist der Lego-Movie ein fucking Meisterwerk. Es kommt ein Biopic, was einfach im Lego-Animationsstil ist, damit es interessanter ist, sich abhebt und lebendiger wirkt. Und genau das müsste der Minecraft-Film sein. Weil Minecraft hat ja nun wortwörtlich keine Story. Stell dir vor, Herr der Ringe und Minecraft ist einfach nur der Animationsstil. Du kannst mit einbauen, dass du Elemente umbauen kannst, dass du halt den Berg abtragen kannst oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt mit einbeziehen würde, großartig, aber das kann man so oder so strukturieren. Die Geschichte, die ich im Kopf habe, wäre eher so, die Welt ist einfach so, wie sie ist und wir spielen ein bisschen damit, aber wir machen jetzt nicht ein, oh guck mal, wir bauen irgendwas Krasses, wir machen jetzt kein großes Ding raus, dass Jason Momoa einen Eimer craftet, I'm sorry. Kann man aber auch, ja, aber generell eine gute, das was Minecraft Story-Modus ist, / sein wollte, ich höre gemischte Gefühle, hab's selber nie gesehen oder geschaut oder gespielt, einfach eine richtig gut erzählte Geschichte, die sich an der Minecraft-Lore bedient und eine Abenteuergruppe, die am Ende des ersten Films den Ender-Drachen besiegt und dann weitergeht. Und, I don't know, oder du machst einen witzigeren Film draus, wo zwei Buddies halt zusammen in dieser Welt chillen und sich dann irgendwie verfeinden und sich die Rohstoffe klauen. Irgendwas, weißt du, irgendwas. Das sieht wirklich horrible aus und es sieht absolut cringe und respektlos aus. Und meine beste Freundin hat auch gesagt, wer ist die Zielgruppe? Und ich meine, die Zielgruppe sind Kiddies, aber es gibt eigentlich in meiner Auffassung nur zwei Arten von Kindern. Die, die Minecraft mögen und die, die Minecraft schlichtweg nicht mögen. Es gibt, denke ich, so gut wie niemanden, der Minecraft einfach noch nicht kennt. Klar, so ein Fünfjähriger oder sowas. Aber so die Zielgruppe von so 8, 10, 12-Jährigen, die dann ins Kino gehen sollen. Entweder die mögen Minecraft oder sie mögen es nicht. Das heißt, entweder sie wollen einen Minecraft-Film sehen oder sie wollen ihn nicht sehen. Und wenn sie ihn sehen wollen, dann finden die das, denke ich, scheiße. Weil, ich meine, viele lesen diese Palutenbücher zum Beispiel, diese Comic-Romane oder was es alles gibt in der Welt von Minecraft. Und die wissen, wie eine gute Geschichte in der Minecraft-Welt aussieht. Außerdem sind die Kinder selber kreativ. Und ich denke, die meisten, die in Minecraft bauen, haben auch eine Lore in ihrem Kopf. Weil so habe ich mit Lego gespielt damals. Ich hatte auch meine Lore im Kopf, was ich da baue, was ich da spiele. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Kindern gut ankommt. Dann wiederum, manche Kinder schlucken halt alles, manche Eltern schleppen die Kinder mit rein. Maybe wird der erfolgreich. Maybe sagt die Oma, hey, Minecraft ist doch das, was du magst, oder? Dieses Minecraft, lass doch da reingehen. Aber wenn die Eltern sich den Trailer angucken, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie da durchsaffern wollen. Weil ich denke, ein Elternteil versteht den Charme von Super Mario, aber versteht nicht den Charme hinter dem. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie erfolgreich dieser Film wohl werden wird. Weil es sieht unfassbar aus. Und ich bin wirklich, also dieses CGI scharf. In die ersten 30 oder gar 20 Sekunden von diesem Trailer, dieses Schaf zu packen, dieses schielende, extra hässliche, weirde Schaf, was nicht mal zum Animationsstil der restlichen Welt passt, finde ich respektlos. Und wie viele Menschen schon lustig auf Instagram mit Finger drauf gezeigt haben, es hat Sonic-Vibes. Es hat absolute Sonic erster Trailer-Vibes. Und es ist traurig. Wir werden sehen, wir werden es sehen, aber es sieht aus wie nach einem absoluten Cash-Grab, der maybe richtig nach hinten losgeht und ich hoffe es. Weil, also, es gibt ja, ich meine bei Borderlands, wenn du da eine, ich hab's selber nie gespielt, deswegen, wenn du da halt nur 10 Minuten einen Blick drauf wirfst, als Ende 50-jähriger milliardenschwerer CEO, verstehe ich, wenn du denkst, ah, das ist ein random XD-Franchise. Das ist beleidigend, aber ich kann verstehen, wo das herkommt. Aber ich verstehe nicht, wie man auf Minecraft schaut und denkt, das ist der Vibe. Als jemand, der hunderte Stunden Gronkh-Let's Play gesehen hat über Minecraft, auch der Typ, der sich da zum Affen macht,
hatte nicht diesen Vibe, weil Minecraft ist was Urentspannendes, was Kreativitätsförderndes, was, sorry, aber wunderschönes. Und ich kann nicht begreifen, wie man das daraus macht. Aber wir werden's sehen, I guess. Der Need for Speed-Film war besser. Ciao.